Hallo, ich grüße euch. Ich habe mich heute hier zusammengefunden mit meiner entzückenden Kollegin Beatrice Becker. Und wir sind in gewisser Hinsicht auch Leidensgenossen als auch Abenteuergenossen. Nennen wir das mal so. Das klingt ein bisschen schöner, ja. Weil ich glaube, was man sagen kann, wir machen beide sehr viel selber. Absolut. Und wir spielen beide Klavier. Und wir lieben es. Genau, allein das bringt uns zusammen. Und wir haben uns halt dieses Interview-Format hier ausgedacht, weil wir dachten, wenn zwei Musiker gegenseitig miteinander sprechen, dann ja, ist es sozusagen ein Doppelinterview und ihr erfahrt gleich was über zwei Menschen auf einmal. So ungefähr. Herrlich. Dann genau. Legen wir los. Du wolltest mir vorhin eine Frage stellen. Ich habe tausend Fragen an dich. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ich weiß nur, dass du im Moment total viele Konzerte gibst. Genau. Und ständig in irgendwelchen großen Städten, nicht nur in Deutschland, unterwegs bist. Größere oder auch kleinere. Also Tübingen zum Beispiel war winzig. Tübingen war doch mit so einem besonderen Klavier, oder? Das größte Klavier der Welt. Und stimmt das? Und es ist das höchste Klavier der Welt. Das höchste. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem höchsten und dem längsten Klavier. Aha. Es gibt, glaube ich, irgendwo auch noch das längste Klavier der Welt. Aber du weißt nicht, wo? Nee. Ich habe keine Ahnung. Mal rausfinden. Aber wie war es denn? Es war was Besonderes. Aha, das heißt? sagen wir das mal so. Es klang ganz anders. Es klang sehr präzise. Also der Klavierbauer David Klavins hat den Anspruch, den perfekten Sound zu kreieren. Aber der perfekte Sound, kann man ja eh nicht definieren. Deswegen will er den perfekten, aus mathematischer Sicht, glaube ich, den perfekten Sound kreieren. Also alle Töne sind klar voneinander abgesetzt zum Beispiel. Und wenig das ist, Hall oder wenig. Es, kann man das zum Beispiel der Bass, alle Töne im Bass sind sehr klar dafür, dass sie so tief sind. Also auch die tiefsten Töne wummern nicht darum, sondern die sind klar und deutlich. Und hast du das genossen oder war das fremd? Es war ein bisschen fremd, weil den meisten Sound haben die Leute, die unten sitzen. Sprich, ich höre gar nicht alles, was die Leute unten hören. Was heißt denn unten? Wo sitzt du denn auf dem Klavier? Du musst dir mal ein Bild davon anschauen. Das ist, man sitzt 2 Meter erhöht. Nein. Ungefähr. Da kann man sich die Bühne sparen. Ja, du musst, das sieht echt abgefahren aus. Sieht aus wie so ein. Ja, wie sieht das aus? Wie so eine Hebebühne, auf der man sitzt irgendwie. Und das Problem war auch, man sitzt mit dem Rücken zum Publikum. Ah, ja. Und das habe ich noch nie gemacht. Das ist auch ein ganz komisches Gefühl. Ja, das glaube ich. Hast du noch nie gemacht vorher? Nee. Okay. Und dann auch noch so erhöht. Und also die Verbindung zum Publikum herzustellen, war bei diesem Konzert aus meiner Sicht ganz besonders schwer. Ja, das glaube ich. Ich wusste auch die ganze Zeit nicht, war extrem unsicher, wie gefällt es den Leuten überhaupt. Ja, weil du gar nicht das direkte Feedback hattest, so aus dem Augenwinkel. Oder? Genau. Mhm. Kann ich gut verstehen. Und auch die Leute waren, glaube ich, ein bisschen irritiert. Also, die haben dich ja die ganze Zeit nur von hinten gesehen. Ich habe mich auch umgedreht. Also wussten die, dass das ein Klavierkonzert wird mit so einem besonderen Klavier? Ja, das wussten sie genau. Ich dachte auch, ach, das ist so eine besondere Sache, da kommen bestimmt total viele Leute. Da waren, glaube ich, zwischen 80 und 90 Leuten. Und die da hinzubekommen, war extrem schwer. Okay. Also war es eigentlich zu besonders? Eigentlich wollen die Leute sich lieber... Der Ort war zu klein. Das ist das Problem. Also viele Fans schreiben mich an, ja, spiel doch mal in dem und dem Ort, der kleiner ist zum Beispiel. Und da kann ich einfach noch nicht spielen, weil da einfach nicht genügend Leute kommen. Bei mir ist die Gleichung ganz einfach. In einer 500.000-Leute-Stadt leben 300 Martin-Herzberg-Fans, von denen würde ein Drittel zum Konzert kommen. Das ist, so einfach ist das. Und in einer 100.000-Leute-Stadt leben 20 Herzberg-Fans, von denen würden ein Drittel zum Konzert kommen und das reicht dann nicht. Ja, verstehe. Und so muss ich einfach die Dichte erhöhen und dann kann ich hoffentlich auch mal diese Orte bespielen. So. Aber ich finde, der längste Flügel der Welt wäre schon mal eine nette Sache auf der Liste. Ja. Also, ist das diese italienische Firma, die du baust? Piazzoli oder so ähnlich? Schon mal gehört? Ja, irgendwas mit Fabriz, irgendwas sowas, ne? Ich hab's jetzt auch nicht so ganz auf den Super. Jetzt wirken wir ja sehr kompetent. Sehr kompetent.
kompetent. Aber ich habe sogar mal an so einem mit F gespielt. Ich habe jetzt auch nicht und mehr den Namen. Das war unglaublich, weil der hatte noch mehr Bassseiten. Also ich muss unbedingt nachschlagen. Das kommt nur nicht so häufig bei uns vor. Dazu braucht man aber auch einen Song, der mit diesen Seiten funktioniert. Den würde ich sofort komponieren. Da kannst du dich verlassen. Klar. Das ist herrlich. Und die Tiefe, also das mag ich besonders gerne, wenn die so groß ist. Wenn die Tiefe, ich mag es gar nicht, wenn die Basstöne so präzise sind, sondern ich mag es, wenn die richtig im Bauch zu spüren sind. Ja, einfach so ein Subbass, so ein Druck, meinst du, erzeugen. Ja, genau. Nee, ja, aber bei mir ist es oft so, kennst du vielleicht auch, die Konzerte, von denen man sich am meisten erwartet, sind nicht die besten werden. Ja. Und deswegen versuche ich mir auch bei großen Konzerten nichts mehr zu erwarten, in der Hoffnung, dass es doch vielleicht gut wird. Also wenn du rausgefunden hast, wie das geht, nichts mehr zu erwarten, dann sag mir Bescheid. Ja, ich kann da nichts gegen machen, wenn ich mich auf ein Konzert freue und eine Erwartung habe, dann ist die einfach da. Und irgendwie ist das auch mein Motor. Also ich bin dann lieber sogar, glaube ich, enttäuscht, aber habe mich vorher so doll drauf gefreut, als dass ich von vornherein das so ganz relaxed sehe. Ich kann sowieso mein ganzes Business überhaupt nicht relaxed sehen. Da ist so viel Herzblut dahinter. Ja, ich auch nicht, aber ich glaube, oder nein, meistens nicht. Aber es gibt schon Momente, da habe ich eine gewisse, nicht Gleichgültigkeit, aber Gelassenheit gegenüber diesem Druck. Und ich glaube, das sind Sachen, die dir nicht ganz so wichtig sind. Ja, aber auch wenn sich eine Wiederholung einstellt. Ich glaube, dass unser Problem ist, dass ich meine, wenn in jedem normalen Job hast du ganz schnell, viel schneller eine Wiederholung. Du gehst zur Arbeit, hast bestimmte Wiederholungen, die sich jeden Tag oder wöchentlich, manchmal auch monatlich einstellen. Aber bei uns ist immer irgendwas anderes. Das heißt, man probiert bestimmte Dinge immer wieder zum ersten Mal aus. Ein neuer Song zum Beispiel. Vor neuen Songs habe ich immer Angst. Ich auch. Genau. Man weiß ja nicht, was passiert. Man weiß nicht und man hat die noch nicht. Also du spielst ja eh immer auswendig, ne? Ja. Aber bei mir ist das ja nicht so. Ich spiele auch ab und zu mit Noten und gerade bei neuen Songs, da ist es nicht so sicher, ob ich die dann auch wirklich schon so richtig verinnerlicht habe. Und ja, genau. Und da fliegt man dann mal raus und dann fühlt sich halt wackelig an, ja. In der Regel ist ein neuer Song für mich auf der Bühne kein Genuss. Auch wenn die Leute es dann noch nicht merken. Und hoffe ich. Ich weiß dann auch manchmal nicht. Ich kann ihn ja ganz toll finden, aber ich weiß nicht, wie er beim Publikum ankommen wird. Ist das dann, genau. Ne? Also gerade wenn man was wagt. Aber hast du schon mal einen neuen Song gespielt und das Publikum hat nicht darauf reagiert? Oder du hattest das Gefühl, da stimmt noch was nicht? Das Gefühl hatte ich schon. Sowieso bei meinen Stücken so die verändern sich immer noch, auch noch nach ein paar Monaten oder sogar manchmal nach ein, zwei Jahren. Und das mag ich auch daran. Aber ich habe das Gefühl, dass das Publikum immer ganz besonders auf die neuen Stücke reagiert. Ja. Vermutlich, weil man die mit einer noch stärkeren Präsenz und Leidenschaft spielt. Die Frage ist aber auch, kündigst du ein neues Stück vorher an? Dass es neu ist? Nicht unbedingt, nein. Okay. Ich kündige es gerne an, weil es mir enorm viel Druck nimmt, wenn ich sage, dass es ganz neu ist. Ah ja. Beziehungsweise, wenn ich ein neues Stück spiele, dann ist es sogar unfertig in der Regel. Ah, und dann sage ich, es ist unfertig. Ja, kenn ich aber auch. Und vergleiche das gerne mal mit einem Frühgeborenen, was noch im Brutkasten liegt. Und wo wir jetzt alle gemeinsam die Daumen drücken, dass es durchkommt. Mhm. So und so. dann ist der Druck draus, verstehe. Ja. Genau, so. Ja. So hoffe ich, dass die Leute, vielleicht lernst du auch, ist ja auch ein besonderer Moment, ist ja die Geburt, Geburt von einem absolut, Song. Absolut. Und sie sind schon live dabei und ich weiß. So habe ich mich da immer ganz gut rausgewunden, obwohl ich mich dann auch schon verspielt habe bei neuen Songs, aber offensichtlich verspielt. Es gibt ja diese Verspieler, die hört keiner und es gibt die Verspieler, da kannst du keinem was erzählen, die wurden gehört. Aber es ist ja sehr menschlich, also ich meine... Den Musiker musst du mir zeigen, der sich nicht verspielt. Genau. Die Frage ist, wie man dann damit umgeht. Hm. Ja, aber es ist gut, wenn dir das dann den Druck rausnimmt und du dann die Geburt mehr genießen kannst. Gut. Ja. Sagen wir mal so, ich finde, so ein Song kommt erst zum Leben, wenn man ihn einmal live gespielt hat. Das ist so ein bisschen... Das stimmt, das finde ich auch. Also ich finde, dann merkt man erst, ob er halt funktioniert oder eben nicht. Ja, ja.
Beziehungsweise hast du schon mal einen Song geschrieben, wie gesagt, der noch gar nicht funktioniert hat? Weil irgendwie weiß man ja, es sei denn, wenn man was ganz Neues macht, wirklich experimentiert, dann weiß man es gar nicht. Aber so extrem in eine andere Richtung bin ich noch nicht gegangen, dass ich wirklich Angst hatte, das funktioniert gar nicht. So, also das, man hat ja vielleicht so Angst, dass die Leute dann so völlig schockiert sind, gar nicht wissen, darf ich jetzt applaudieren oder nicht, oder ich, genau. Was war das denn jetzt? Naja, ich habe ja in meinen Konzerten immer irgendetwas, was aus der Reihe tanzt. Also ich wage immer irgendetwas, was total komisch sein könnte und muss aber nicht. Also kann auch dann genau das sein, was die Leute toll finden. Hey, ich sage dann auch manchmal, bei so Risikosongs zum Beispiel mit Gitarre, ich hatte ja noch ein paar Gitarrensongs im Programm, das mache ich jetzt nicht mehr, die sind jetzt weg. Erstmal, aber weil ich bin einfach nicht gut genug auf der Gitarre, habe ich entschieden. Und ich habe dann halt einfach trotzdem immer vorher gesagt, ja, wenn es euch nicht gefällt, ich habe sowieso gewonnen. Wenn es euch nicht gefällt, freut ihr euch umso mehr wieder auf das nächste Klavierstück. Und wenn es euch gefällt, dann gefällt es euch. Und ja, sozusagen einfach so ein Aufrütteln des Publikums. Mhm. Weil ich fände das Schlimmste, wenn ich hören würde, dass das Publikum an Aufmerksamkeit verliert. Das ist nicht mein Albtraum, aber das ist das, was ich verhindern möchte bei einem Konzert. Man muss spüren, dass die bei einem sind. Ja. Sozusagen. Ja, das verstehe ich. Genau. Ja. Aber was ist denn jetzt dein großer Plan zum Beispiel für 2015? Also, was hast du vor? Ich habe zwei ganz, ganz große Leidenschaften im Bauch, die rauskommen werden. Also ich spiele im April ein Konzert in Berlin im Admiralspalast, ja. Und werde das für, wenn die Bühne groß genug ist, für 6 Cellisten und Klavier arrangieren. 6-mal Cello und ich sterbe jetzt mit diesem Klang. Ich bin so, ich weiß noch nicht, wie es klingt, ich weiß noch nicht, welche Stücke ich arrangieren werde, ich werde vielleicht auch was komponieren. Ich weiß nur, ich muss das machen. Und dieser Sound, der wird so unglaublich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe so viel Kraft am Klavier und ja. Ich spiele super gerne mit meinen Cellisten, wenn da auch nur einer sitzt. Ich liebe das, aber ich möchte mal die ganze Kraft rauslassen dürfen, okay. Und einen Gegenpol haben. Und ich glaube, 6 Cellisten sind ein guter Gegenpol. Hat das schon mal jemand gemacht? Weiß ich nicht. Das ist schon mal gut. Also es klingt, ich habe das noch nicht gehört. Das klingt auch wieder nach was die Zeitungen interessieren könnten oder den Feuilleton oder so. Ja, deshalb mache ich es aber nicht, wirklich nicht. Ich mache es, weil ich so neugierig auf dieses Gefühl bin. Ja, ja. Das, ich bin die ganze Zeit schon so, oh, wann kann ich anfangen. Nächste Woche werde ich die Bühne angucken und schauen, ob sie groß genug ist. Weißt du, wie viele Leute da reinpassen? Zuhörer? Ja, es ist sehr exklusiv, nur 200. Ja. Krass. Ja, ich weiß. So viel Show für 200 Leute, ist ja toll. Mir egal. Ist mir egal. Du musst die Feste feiern, wie sie fallen, und das ist jetzt Zeit für die 6 Cellisten. Und kennst du 6 Cellisten? Ja, sei Dank. Ja. Ja, sehr cool. Gute Cellisten. Gefahren. Ja, ich weiß. Weil ich arrangiere auch gerade zum ersten Mal einen Song für Ensemble, ganz normal. Echt? Toll. Zwei Geigen, Bratsche, Cello. Und ich mache das nach meinem Gefühl. Ich habe überhaupt nicht, ich weiß eigentlich nicht, wie das geht. Ich weiß, welchen Schlüssel die Geige habe, hat. Die Bratsche und das Cello. Und welchen Tonumfang. Ja. Und ich weiß, was sich auf der Geige spielen lässt, weil ich mal Geige gespielt habe. Immerhin, das bringt mir jetzt zum ersten Mal was. Ich habe mich 20 Jahre gefragt, warum ich das gemacht habe, teilweise. Du bist Experte für Streichquartett. Sagen wir so, ich weiß, was auf der Geige schwer ist und was leicht ist und was man Leuten zumuten kann. Prinzipiell möchte ich ja auch, so wie du wahrscheinlich, mit Leuten arbeiten, die das Instrument gelernt haben. Aber es wird nicht immer möglich sein und muss auch nicht immer möglich sein. Zum Beispiel spiele ich in Hamm nächstes Jahr, Ende Januar, ein Konzert mit Jugendlichen, also die mich bei ein paar Songs begleiten. Gut. Und da probieren wir das aus und ich habe keine Ahnung, wie das wird. Für die ist das jetzt?
Quartett oder ist das für Berlin? Das ist für viele meiner Konzerte. Für viele. Also es ist aber das wäre die erste Option, das auszuprobieren. Schön. Und da werden viele Menschen gleichzeitig ins kalte Wasser geschmissen, sozusagen. Mhm. Mit ich auch. Und, das ist sehr mutig von dir mit Streichinstrumenten. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das wird, aber. Ja, aber es ist toll. Am Ende, charmant wird es immer. Du gibst die Möglichkeit. Genau. Echt für ein ganz tolles Erlebnis in ihrem Leben. Das werden die nicht vergessen. Ja, hoffe ich. Und ich gebe mir auch diese Möglichkeit. Aber ich bin gespannt. Vielleicht komme ich da auch nochmal mit Fragen auf dich zu, was so Arrangements angeht. Ich frage mich nämlich, ob es Dinge gibt, die ich nach dem Gefühl, weil ich habe ja so viel autodidaktisch gelernt, die man nach dem Gefühl eben nicht ganz richtig machen kann, wo man ein paar Regeln bräuchte, um sich da nicht zu verfahren. Weißt du? Aber ja. Also ich glaube schon, dass es so ein paar Regeln gibt, aber ich komponiere auch nach Gefühl. Ja. Ich habe das auch nicht im Studium gelernt, sondern ich habe immer schon einfach nach Gehör und Intuition komponiert. Ja. Und die Stücke, das sind die besten, wo nicht zu viel Verstand mit dabei ist. Immer wenn ich was anfange zu konstruieren, richtig. Dann sind das genau die Stücke, von denen du vorhin geredet hast, wo irgendwie wollen die immer nicht so richtig. So. Aber das, was so aus dem Bauch herauskam, da sind die Leute dann auch tief bewegt. Das sind manchmal die einfacheren Stücke. Ja, aber glaubst du, dass dann die ganze komplexe und anspruchsvolle, als Kunst betitelte klassische Musik aus dem Bauch heraus entstanden ist? Nee, glaube ich nicht. Aber ich denke, es gibt einfach Menschen mit verschiedenen Zugängen. Ja. Also ich glaube nicht, dass Bach nur intuitiv komponiert haben kann. Geht gar nicht, auf gar keinen Fall. Aber wir bewegen uns ja in völlig anderen Sphären. Wir sind ja eher Komponisten, die Gefühle vertonen und auch so ein bisschen so eine Art Filmmusik kreieren, nur ohne Film. Genau. Ja, Bilder, das kann man sagen. Bilder, Stimmungen, Sounds. Ja. Und da ist, glaube ich, Intuition und ein Gefühl für Klang. Ja, genau. Der größte Teil, der wichtig ist. Ja. Oft fasst es der Titel Filmmusik am besten, obwohl es keine Filmmusik ist. Mhm. Also, ja. Das ist so eine Sache. Ja, aber das mit den 6 Cellos, ist das eine einmalige Sache oder möchtest du, wenn es gut läuft? Also ich werde es mitfilmen und aufnehmen. Ja. Und ich hoffe, dass ganz viele Konzertveranstalter sagen werden, wow, darauf haben wir gewartet. Ja. Das klingt auf jeden Fall super. Ja. Und das, die sind dann die ganze Zeit mit auf der Bühne oder nur bei ein paar Nein, Songs? Nein, ich möchte es möglichst vielseitig gestalten. Also auch mal nur mit 1, 2 oder 3. Mal dürfen alle 6 die ganz tiefen Töne auf dem Cello spielen. Mal wird es eher wie so ein Streicherensemble klingen. Das Cello kann ja auch wirklich tief und hoch und hat so all diese Zwischenfacetten. Ja. Ich will auch mal mit der Bassklarinette dazu spielen. Dann sind das 7 Bassinstrumente. Ja. Mal gucken. Es hängt viel von der Bühne ab. Ja. Aber du nimmst ja auch immer, so ähnlich wie ich, immer die großen Dinge vor, ne? Klar. Das zweite nämlich nächstes Jahr, was ich mir vorgenommen habe, ich werde noch in der ersten Hälfte von 2015 nach New York fliegen. Ja. Und dort 1, 2 Monate leben, Musiker kennenlernen, auf den Spuren meiner Familie wandeln, weil ich habe nämlich Familie dort gehabt in New York, die hatten einen Jazzclub. Ja. Und ich muss das alles mal erforschen. Ich möchte das. Und das hast du, dem bist du noch nie nachgegangen, wenn du da Familie da hattest? Nee, noch nie. Okay. Ja, derjenige, dem der Jazzclub gehörte, der ist letztes Jahr im Alter von 102 Jahren gestorben. Und vielleicht habe ich mich deshalb damit beschäftigt. Es ist auch ein jüdischer Background innerhalb meiner Familie, den ich auch noch nie so richtig verfolgt habe. Und ja, es kommt irgendwie gerade so in mein Leben, damit will ich mich beschäftigen. Ich weiß noch nicht, was daraus wird. Vielleicht komponiere ich über diese Zeit. Ich
kenne ein ganz tolles Tonstudio in New York mit einem großen Bösendorfer. Die machen auch Live-Konzerte. Das wäre natürlich ein Traum, da ein Studiokonzert zu geben und eine Platte aufzunehmen. Also du willst dich einfach inspirieren lassen? Ich will mich inspirieren lassen. Ich will mir einen Traum von Urbanität und eigener Geschichte. Ja. Kann man sagen, ne? Ja. Sehr gut. Absolut. Ja. Ja, so, ich überlege, ob ich sowas auch mal machen sollte. Woanders ein Album aufnehmen zum Beispiel. Ja. Du hast bisher immer bei dir selber aufgenommen, ne? Ja, genau. Das machen ja viele, die mieten sich so eine Villa in den Bergen und dann kamen sie ihr Equipment an oder wenn sie Geld haben, ist das schon ein Studio. Ja, ja. So die Reise mit einfangen irgendwie aufs Album. Auch, ne? Ja, ich glaube, also das ist nicht notwendig, aber das bringt viel Inspiration, das hat viel mit Kunst zu tun. Das wird man auch hören, das wird deine Musik verändern, wenn du mal woanders hingehst. Ja. Also wenn man so mit so einem Ensemble aufnimmt, dann bräuchte man eigentlich auch, wenn man das alles wirklich live aufnehmen möchte, einen eigenen Saal dafür. Eigentlich schon. Na, mal schauen. Vielleicht mache ich dafür auch mal, probiere ich dafür auch mal Crowdfunding aus. Ja. Vielleicht probiere ich das damit mal. Ja. Obwohl ich halt auch schon viele Bands gesehen habe, die, obwohl sie eine Fanbase hatten, damit gescheitert sind, weil der Betrag zu hoch war. Also sozusagen, du musst genau wissen, wie viel kannst du von deinem gegenwärtigen, von deiner Fanbase erwarten, was kann man zusammen erreichen, sagen wir es so. Ja. Und sonst investiert man ganz viel Energie. Und dann ist verpufft das alles. Nichts und muss dann nochmal umdenken. Hast du schon mal eine Kulturförderung für eine CD-Produktion beantragt? Wo könnte ich denn das machen? Bei der Initiative Musik. Ah, okay. Ich glaube, davon hattest du mir mal erzählt. Das kann sein, ja. Und ich habe es noch nicht gegoogelt. Wenn du möchtest, helfe ich dir dabei. Ja, da komme ich auf jeden Fall drauf zurück. Das muss ich mir ausschreiben und nach oben auf meine To-Do-Liste packen. Tu das. Und ich muss mal ganz gucken, wie viel Akku wir noch auf der Kamera haben. Entschuldigung, ich hätte gerne noch einen Ingwer-Tee. Ja. Nochmal ganz kurz was an die Leute, die uns zuhören sollten. Wenn das Video jäh unterbrochen werden sollte, dann lag das am Handy-Akku. Also nicht wundern, ich glaube aber 10, 15 Minuten sind noch drin. Ne? Also das ist alles ungeschnitten. Genau. Absolut. Unzensiert. Ja. Alles echt. Völlig privat. Ja. Ja, und bei dir, 2015? In allererster Hinsicht ist, glaube ich, im Moment mein Ziel, im Moment weiterzukommen, ohne mich kaputt zu machen. Mhm. Das ist das Ziel für 2015. Okay. Hast du das Gefühl, dich macht was kaputt? Oder? Ich habe das Gefühl, wenn ich so weitermache, wird mich was kaputt machen. Okay, aber es ist ja gut, dass du es vorher spürst. Du merkst also, du musst irgendwo... Ich glaube, ich weiß, wo die Bremse ist. So. Ist auch gut. Aber wenn ich mir angucke, auch was andere Musiker leisten, du erfährst ja auch gar nichts, was mit denen passiert. Oft, das behalten sie für sich. Aber wenn viele Musiker 300 Konzerte im Jahr spielen, was ja einige machen, auch bei denen es gerade richtig läuft, die das gerade richtig... ausnutzen wollen, dass es auch einfach funktioniert und immer wieder um die Welt touren und so weiter, frage ich mich, sowas kann man doch nicht bekommen, ohne einen Preis dafür zu bezahlen. Und jedes Jahr fragt man sich, aber es fragen sich meine Freunde eigentlich auch immer, wo ist denn das Jahr geblieben eigentlich? Und umso mehr ich mache, umso schneller geht das Jahr vorbei. Das geht mir auch so. Also ich finde, zack, ist dieses Jahr vorbeigegangen. Was ich aber immer mache, ist, ich schreibe am Ende des Jahres nochmal so einen Rückblick über jeden Monat. Ah, okay. Und das gibt mir dann, Dankeschön, das gibt mir dann das Gefühl, dann sehe ich irgendwie schwarz auf weiß, du hast ja doch total viel Unterschiedliches passiert. Weil sonst habe ich auch dieses Gefühl, Mensch, ich war doch gerade beim Booking für 2014, jetzt bin ich beim Booking für 2015. Was ist jetzt, okay, vorbei ist es. Ich kenne das Gefühl, aber es ist letztendlich nicht so. Wir erleben doch extrem viel, auch wenn es schnell vorbei geht. Eigentlich teilweise sogar mehr als je zuvor. Na ja, klar. Es geht nur einfach schnell vorbei und du musst dich viel fokussieren, nehme ich an. Ja, und es gibt immer diesen Moment, auf das eine folgt das andere. Ja?
Ja, nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Absolut, das ist wirklich so. Und ja, das einfach mal verarbeiten. Oder auch, das stimmt. Oder auch zu genießen. Ja, ja. Das muss man sich, das muss man lernen. Zeit und, nehmen. Ja. Aber es wird besser. Also ich habe zum Beispiel dieses Jahr, in diesem Winter jetzt, im Verhältnis zum letzten Jahr im Winter, wo ich weniger Konzerte hatte, habe ich diesmal weniger Stress. Mhm. Das heißt, eigentlich habe ich schon was dazugelernt. Weil zum Beispiel, was ich jetzt auch immer mache, dieses Jahr habe ich das gemacht, ich habe immer einen Freund mitgenommen auf Tour. Teilweise zwei. Super. Ja, das habe und es war immer extrem lustig. Ja. Das hätte ich auch gemacht, ohne da einen Penny dran zu verdienen, weil es einfach ein kleines Abenteuer ist. Wir hatten uns immer was zu erzählen. Nimmst du die freundschaftlich mit oder zahlst du die noch? Die nehme ich freundschaftlich mit, aber ich gebe dir trotzdem Geld dafür, weil ich ja das damit verdiene. Ja. Kriegen sie trotzdem ihren. Und die helfen dir dann beim CDs verkaufen, beim Schleppen, beim genau. Rote schmieren, genau. Gute Laune. Und irgendwie verbreiten. Ist es so, vielleicht, das würde mich auch interessieren, ob du das Gefühl kennst, wenn du Leute dabei hattest bei dem Konzert, die dir helfen, und die, bei dem Ganzen drumherum, ist es so ein bisschen so, als wären sie mit auf der Bühne. So ein bisschen so, als wärst du nicht alleine. Ich habe zum Beispiel mal auch ein Konzert gespielt, da bin ich alleine zum Ort gefahren, habe da erst die Veranstalter kennengelernt, habe das Konzert gespielt und bin wieder zurückgefahren. Ja. Die Leute dort waren sehr nett, aber es sind nicht Menschen, die mich sehr, sehr gut kennen. Ja. Und ich weiß, wenn ich ein Konzert spiele und da sind Freunde oder Familie danach noch da, die mir helfen oder mit denen ich mich austauschen kann, das ist ein anderes Gefühl, wenn ich dieses Konzert spiele. Ja, das verstehe ich. Du hast ja dann auch einen Andockpunkt, um hinterher zu reden. Ihr geht vielleicht mal weg, trinkt was, redet über das Konzert. Genau. Du bist nicht so alleine mit dir und deinem Hotelzimmer und hast irgendwie nur die Bühne erlebt und vielleicht mit 10 Leuten kurz gesprochen und das war sehr zu verstehen. Genau. Also ich mag es total gerne. Manchmal schaffe ich es vor einem Konzert, mir so ein richtiges kleines Team vor Ort zusammenzustellen. Das sind dann manchmal auch Leute, die ich gar nicht vorher kannte. Ja. Und mit denen baue ich dann eine richtige Freundschaft auf. Ja. Das ist echt interessant. Ja. Also es ist überhaupt nicht so businessmäßig, sondern die machen das ja, die melden sich ja, um zu helfen, weil sie einfach die Musik toll finden. Ja. Und dann tauscht man sich aus und schickt Flyer und Plakate hin und her und überlegt gemeinsam, wie man das Konzert bewerben kann. Das mache ich gerne. Und das ist wie so eine große Musikfamilie dann, die entsteht. Und kennst du auch das Gefühl, dass wenn man Leute noch nicht kannte oder vielleicht die Leute auch die eigene Musik noch nicht kannten, die einem helfen, dass die nach dem Konzert, genau wie das Publikum auch, ganz, ganz, ganz anders auf einen zukommt? Absolut. Ne? Kennst du das auch, dass die Leute, die dann so herzgeöffnet sind, dann das Gefühl haben, sie kennen einen schon seit Ewigkeiten und man selber ist aber noch so, man hat irgendwie einen fremden Menschen vor sich. Man kommt noch gar nicht hinterher. Man kommt nicht hinterher, das kenne ich. Ja. Also, am Anfang hat mich das arg verunsichert, dass so viele mich umarmen wollten und das auch getan haben oder mir dann persönliche E-Mails schreiben und ihre persönliche Geschichte schicken. Da war ich teilweise erstmal so, ich kenne dich doch gar nicht, oh mein Gott. Ja. Aber irgendwann habe ich es verstanden und dann konnte ich das auch gut annehmen. Und ich freu mich auch darüber. Aber es ist erstmal, man muss erstmal hinterherkommen. Ja. Aber da kommen wir doch zum Punkt. Das ist ja die größte Wertschätzung, die man im Job überhaupt haben kann. Die haben wir in unserem Job. Stimmt. Es gibt nichts Vergleichbares. Oder es gibt schon vergleichbare Sachen, also auf jeden Fall, aber es gibt kein höheres Level an Wertschätzung, habe ich das Gefühl, als man bekommen kann, wenn man zum Beispiel Musik macht oder gar live ein Konzert gespielt hat. Ja, das stimmt. Ja. Ich überlege gerade, was vergleichbar ist, zum Beispiel ein Arzt, der ein Leben gerettet hat. An Arzt ist gedacht, absolut vergleichbar. Also wir machen nichts Überlebensnotwendiges, aber etwas, was das Leben für viele verschönert oder auch dann manchmal, also was bei mir oft ist, bei dir bestimmt auch, viele Menschen sind froh, wenn sie mal weinen durften. Ja. Also weinen scheint sowas zu sein, was Musik schnell auslöst, wenn sie emotional ist und da sind viele dankbar für. Und dann ist es so, als würden so die ganzen Sorgen dann bei einem Konzert mal davon gespielt werden. Einmal geöffnet und dann können die Leute wieder durchatmen. Und
das ist, ja, ist was Gutes. Da weiß man auch im Endeffekt gar nicht, was die Musik eigentlich gemacht hat mit dem Publikum, also mit dem Einzelnen. Ja. Das kann man gar nicht abschätzen und einfangen. Nee. Das sieht man dann nur danach am Ende oder man hört es dann teilweise. Ja. Hast will sich natürlich dann auch nicht zu viel. Und hast gehört, dass sie dann geschnieft hat? Ja, habe ich auch schon gehört. Bei sowas muss ich mal aufpassen, dass ich dann nicht auch anfange. Hast du schon mal selber auf der Bühne geweint? Nee, aber ich hatte schon Tränen in den Augen, das schon. Also ich habe die Kurve noch gekriegt. Das kann ganz plötzlich kommen, wie aus dem Nichts. Wenn man eine Geschichte erzählt, weil die Geschichte ist ja auch für mich dazu da, mich auch mir daran zu erinnern, bevor ich diesen Song spiele, worum geht es eigentlich da drin. Ja. Und dann sage ich das und dann komme ich selber in diesen Fluss und erinnere mich an dieses Gefühl und dann wird man schon sehr emotional. Ja. Ne? Ich habe schon richtig geweint beim Spielen. Ja. Aber das ist dann auch, wenn das passiert, ich habe mal richtig geschmiegt. Oh Gott, das war mir fast peinlich. Aber dann dachte ich, hey, es ist so menschlich, es ist okay. Ja, ja. Ich glaube, mir hat man das auch schon angehört. Ich glaube, die Leute finden es toll, es ist extrem authentisch. Man hat halt selber nur das Gefühl, man will sich ja auch nicht komplett ausziehen. Man ist komplett nackt in dem Moment und also, die Kontrolle ist wirklich weg. Also die Kontrolle meine ich dieses... Man muss ja den Abend manövrieren. Man ist ja derjenige, der da auf der Bühne agiert und so völlig loszulassen, ist eine Herausforderung. Das habe ich erst einmal gemacht, weil ich immer dachte, man darf nicht loslassen. Ja. Und jetzt bei meinem letzten Berlin-Konzert habe ich einfach mal komplett losgelassen, um auszuprobieren, wie das für mich ist. Und letztendlich, jetzt habe ich das Gefühl, dass das Nonplusultra ist. Ich glaube, da bin ich gerade auf einem ähnlichen Weg, wenn es dazu gehört. Und zwar habe ich früher immer überlegt, auch bei Musikvideos, wie sieht es eigentlich aus, wie ich spiele? Wie sehe ich denn dabei aus? Hast du beim Spielen gedacht? Oder? Ja, habe ich beim Spielen gedacht, weil ich wusste, ich bin ja jemand, ich spiele sehr gebeugt am Klavier. Mhm. Es gibt Leute, die kritisieren das. Ich glaube, es gibt auch noch mehr Leute, die finden das charismatisch, glaube ich. Oder das gehört einfach dazu, weil so bin ich halt auch. Und aber einfach zu sagen, egal wie ich aussehe, wenn ich dabei eine Grimasse schneide bei dem Akkord, wenn ich da den gerade so fühle, egal wie ich aussehe, tu es einfach. Also sich nicht mehr ein Spiegelbild neben sich zu stellen, sondern einfach nur noch bei sich zu sein. Deshalb ist es für mich ganz wichtig, sich vorher sehr safe zu fühlen. Also, blödes Frauenbeispiel, jetzt nicht mit einem zu starken Dekolleté auf die Bühne gehen, wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, es fällt alles raus, sondern zu wissen, okay, ich bin so gekleidet, dass ich mich bewegen kann und gehen lassen kann. Ja. Und so. Und dass eben dieser innere Mensch, der da irgendwie sagt, wie sehe ich jetzt wohl aus, dass der ausgeschaltet ist. Weil ich glaube, das ist echt hinderlich für Emotionen. Das interessiert die Leute auch überhaupt nicht. Ist denn so egal, ob du attraktiv bist oder nicht? Hinterher ist es ihnen vielleicht nicht egal oder vorher, wenn sie die Konzertkarten kaufen. Aber währenddessen wollen sie nur dein Herz hören. Genau. Das merkt man ja auch selber, wenn man zum Konzert geht. Man will den echten Menschen kennenlernen, der hinter der Musik steht. Das ist das Ziel. Das ist die Kunst auch. Ja. Künstler ist nicht schön, weil er schön ist, sondern weil er es durch sich durchfließen lässt. Genau. So, wir haben gerade festgestellt, dass das Handy aufgehört hat zu filmen. 33 Minuten noch was sind aber trotzdem am Gespräch drauf gewesen. Ne? Und gebt uns einfach euer Feedback, wie es euch gefallen hat und ob ihr was Interessantes über uns erfahren habt. Hier. Ich fand es auf jeden Fall lustig. Wir reden jetzt noch weiter. Wir reden jetzt ohne noch Handy. Weiter, Genau. Und wenn ihr es gut fandet, dann sehen wir es auf jeden Fall auch nochmal. Also unterhalten tun wir uns sowieso immer ab und zu. Aber dann filmen wir es nochmal für euch und dann kriegt ihr wieder ein paar Einblicke in unser Backstage-Piano-Leben, kann man sagen. Ne? Kann man sagen. Bis dahin. Ciao. Ciao.